Wir haben jetzt die Investitionsmittel, die Wolfgang Schäuble vorgesehen hat, aufgeteilt und haben die 10 Milliarden, die vorgesehen sind für die Jahre 16, 17 und 18, so aufgeteilt, dass 3 Milliarden in die entsprechenden Ministerien wieder zurückgehen, wo sie als globale Minderausgabe zunächst einmal gesperrt waren. Und 7 Milliarden werden in wichtige Investitionsvorhaben gehen. 4,35 Milliarden allein in den Haushalt des Bundesverkehrs- und Infrastrukturministers Dobrindt. Es werden dann 150 Millionen gehen in den Hochwasserschutz zum Landwirtschaftsminister. Und es gehen dann die restlichen Milliarden, 2,5 Milliarden, in den Bereich für Energie, die beim Minister Gabriel angesiedelt sind. Damit wird ein richtiger Schub für die Investitionen in Infrastruktur gegeben. Das Geld wird natürlich ausgegeben, schwerpunktmäßig für das schnelle Internet. Wir werden darüber heute in der Fraktion noch ausführlich informieren. Wolfgang Schäuble wird heute auch einen Bericht zur Erbschaftssteuer geben. Das Bundesverfassungsgericht hat uns ja auferlegt, kleinere Korrekturen vorzunehmen. Das werden wir auch tun und es bleibt dabei, dass wir auch in Zukunft sicherstellen werden, dass unsere familiengeführten Betriebe ihre Betriebe auch in eine gute Zukunft führen können. Ich hatte mehrere Gespräche mit familiengeführten Betrieben und die legen vor allem großen Wert darauf, dass eine Lösung gefunden wird, die verfassungsfest ist. Wir haben ja manche Diskussionen jetzt ja aus dem Bereich Familienbetriebe und Mittelstand und die sagen, bloß keine riskanten Manöver machen, denn wir wollen Rechtssicherheit, damit wir wissen, wie wir mit unseren Unternehmen umgehen können. Das werden wir auch sicherstellen. Musik.